So, da sind wir wieder bei Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Ich sehe gerade, wir haben noch jede Menge Seelen übrig, mit denen wir was anfangen könnten. Ja, Menschenbilder. Wäre eine gute Idee. Und der einzige, der mir gerade so einfällt, der welche hätte, ist Elgar in der Gruft. Mit dem haben wir eh nicht mehr geredet seit dem Bossfight über Mr. Groß und Böse Welstad. Also gehen wir mal zurück zu ihm. Das ist ja zum Glück ein kurzer Weg. Kurz. Human light. Ja, ich weiß, dass Licht hier bei dir wenig willkommen ist, deswegen. You have met the king, have you? Life is never easy, never fair. Even more so on this path you've chosen. May you find your peace one day. Take these with you. You may need them as proof of your visit here. Genau, er gibt uns seine gesamte Ausrüstung. Egdain heißt er übrigens in Wirklichkeit. Egdain. Ja, alles falsch geschrieben. So, Gegenstand kaufen. Wir wollen keine Menschenbilder kaufen, weil wir schon alle von dir gekauft haben. Gäh. Wir können aber deinen Ring der Dornen kaufen. Da ist andere Wärme. Achso, das war die Pyromantie, die heilt. Oh, kaufen wir bei Seelenfrieden. Und ja, dann geht es wieder zurück zum Leuchtfeuer. Ich glaube, Porten geht schneller. Und dann geht es wieder zurück nach Shulva. Shulva. Jo. Shulva, Stadt des Heiligtums. Und zwar wieder beim Heiligtumsweg fangen wir an. So, weil jetzt müssen wir darunter, aber nicht den direkten Weg nehmen, der ist tödlich, sondern wir müssen hier mit dem Aufzug nach unten fahren. Jetzt kommt nämlich die lustigste Stelle erstmal im Spiel, runter zum Boss zu kommen. Alles andere haben wir in Shulva nämlich geschafft. Und ja, damit der Aufzug gleich passt. So. Hier seitlich brauchen wir nicht versuchen lang zu laufen, da ist nichts. Wir wollen jetzt wieder hier rüber. Oder was heißt, wir wollen hier zum ersten Mal rüber. Wieder zurück in den Drachentempel. Ja, Heiligtum des Drachen sind wir wieder. Nur, dass wir nicht weiter nach oben können. Wir müssen nämlich nach unten. Okay. Ja, jetzt sind wir hier. In der zentralen Kammer des Heiligtums und wie man sehen kann, es geht weit nach unten. Und böse, böse Aua zu verhindern. Wo ist der Silberkatzenring? Ja, da unten ist die Nebelwand, wo wir hinwollen. Geschafft, ja. Bis auf den Abstieg.
Der wird nicht so lässig. Zumal wir nicht alleine sind. Also nicht nur, dass wir jetzt hier heil herunterkommen müssen. Wir müssen uns auch noch mit Gegnern hier anlegen. Nicht viele Gegner, aber es sind ein paar. Und zwar ist hier schon mal der erste. Von den starken Jungs. Wow. Ja, sie sind stark. Wie man sehen kann. Dich brauche ich jetzt definitiv nicht. Wow. Dass hier jetzt auch noch ein Finstergeist kommt. Auch noch in, in dicker Rüstung. Au. Cosplays for days, okay. Und ja, er hat wieder Leck, weil ich habe ihn jetzt gerade zweimal getroffen. Au, da stand ich gar nicht mehr. Ja. Und ich bin tot. Ja, du mich auch. Fängt ja schon mal gut an, oder? Gut, ein Menschenbild mal benutzen. Sicher ist sicher. Und dann müssen wir wieder runter. Und zum Glück war ich so klug und habe den Aufzug hochfahren lassen. Weil er braucht ja schon ein bisschen Zeit, bis er wieder unten ist. Also braucht er auch Zeit, bis er wieder oben ist. Wie auch immer die Aufzüge in dem Spiel funktionieren. Weil Elektromotoren gab es, glaube ich, nicht zu der Zeit. Ist wahrscheinlich irgendeine antike Aztekentechnik. Weil auch der Tempel sehr aztekisch aussieht. Jo. Also wieder dasselbe Spiel hier rüber. Gleich mal den Ring wechseln. So, dann kommen wir nämlich ohne Damage hier runter. So. Dann wechseln wir wieder den Ring. Und holen uns jetzt unsere Seelen wieder. Erstmal. So. Au. Genau, aufspießen ist immer gut. Ja, das hier sind die Drachenblutritter. Ah, da hinten ist noch irgendwas.
was wir anvisieren konnten. Ja, da oben sind wieder solche tollen Schützen. Oh, ach so, Crystal Lizards. Ja, gut, Jungs. So, gehen wir einfach mal hier rein. Hurra für sinnlos, ja. So, und nochmal drehen. Und wir sind hier raus. So, dann drehen wir hier drüben. Schatz? Nein. Nur ein ganzer Haufen leerer Kisten. Vision von Traurigkeit. So, hier vorbei und gut. So, damit haben wir schon mal den Bereich hier geschafft. War aber ja nicht der einzige. Es geht noch weiter runter. Wir sind noch lange nicht unten angekommen. Wir könnten versuchen, Hurra für sinnlos, also darüber zu rennen. Genau so. Und dann uns hier runterfallen zu lassen. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, bringt es uns was, wenn wir darüber springen? Weil eigentlich müssten wir hier unten weiter. Ich wüsste nicht mal, ob wir den Sprung schaffen würden. Ja, hier ist Sackgasse, hier ist totes Ende, hier kommen wir nicht weiter. Den Sprung würden wir gerade so schaffen wahrscheinlich, aber ob er so klug ist, zumal wir wahrscheinlich eh erst da drüben lang müssen. Ah. Probieren geht über studieren. Nein, hier ist nichts. Okay. Also einmal Hurra für sinnlos. Wir müssen nämlich da drüben jetzt lang. Wow, und das hat geklappt. Sehr gut. So, jetzt wird es ein bisschen trickiger. Was Gegner und so angeht. Da steht einer. Den wir töten können. Mal sehen, ob wir es schaffen, uns an ihn heranzuschleichen. Nein. Er hat uns gehört. Die Sau. Au. Und er hat uns erwischt. Ja, komm. Komm, 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 Puss. Au. Der macht uns jetzt gerade schön Damage. Aber wir haben ihn tot gekriegt. Sehr gut. Problem ist, das ist nicht der letzte Kandidat gewesen. Da weiter unten sind nämlich, glaube ich, noch mindestens zwei Stück. Deswegen vorsichtig hier runter.
Oder sind da ganz unten zwei gewesen?